2K. At 2K Game, 2K Boston, 2K Australia. Blind Squirrel Games. Unreal Technology. Nvidia ist auch dabei. Ja, bla 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 bla. Bioshock. Hier müsste jetzt nur noch Remaster stehen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr es hier ja schon sieht, ist es Bioshock. Und zwar in der Remastered Edition. Ja, sagen zwar viele, es stürzt öfters mal ab. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Wir werden natürlich auch öfters mal speichern, sicherheitshalber, je nachdem. Und ich habe mir jetzt auch mal gedacht, das ist wieder ein älteres Spiel und ich mag eigentlich so die älteren Titel auch noch gerne. Ja, warum nicht, dass wir das jetzt einfach mal jetzt spielen, ne? Dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt eigentlich alles schon mal eingestellt vorhin. Dann stürzen wir uns doch gleich mal ein neues Spiel. Helligkeitseinstellung, ja toll. Was soll ich machen? Die dunkelgraue Box sollte ich gerade noch vom Untergrund abheben. Ja. So ungefähr ist bei mir jetzt beim Bildschirm so. Okay, nee, ändern. Bisschen komisch hier. Ja, ich würde jetzt hier extrem machen. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt, aber das ist schon wieder ewig her. Also von daher ist es für mich eigentlich wieder was neu, weil ich habe es wieder vergessen. Ich sollte mal sagen, ja, fortgeschritten oder so. Aber ich nehme einfach mal leicht, weil ich möchte eigentlich die Story zeigen und möchte mich da nicht durchquälen müssen irgendwie. Ja. Wenn es jemand anders spielt hier von euch, der kann es ja gerne dann schwerer machen. Also ich nehme jetzt mal hier leicht. So. Warum wachsen Kinder so langsam? Sie essen und sie trinken wie Schweine und geben nichts zurück. Ich muss einen Weg finden, den Prozess zu beschleunigen. Dr. Su Hong. Ah ja. Das finde ich halt immer so gut, da ja diese Ladescreens hier mal immer was zu lesen hat. So. Und jetzt Klappe halten. 1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Remastered. Was war denn das? Boah! Endlich Luft. Oha. Ja, hier Trümmerteil, überall Feuer auf dem Wasser. Fire on the water sozusagen hier. Ja. Was? Drücke W, S, A und D, um die Fahrt zu bewegen. Ja, dann probieren wir das doch mal aus. Wo kommen wir denn hier lang? Ne, ich glaube, ins Feuer sollten wir nicht. Ah, aua.
Naja gut, im Moment haben wir noch keine Gesundheitsanzeige. Ich nehme mal nicht an, dass man hier gleich sterben kann. Dann gehen wir mal hier durch, genau. So. Ah, da ist das Heck von dem Flugzeug. Oha, ja, da wird jetzt gleich der Weg versperrt. Aber ich wollte jetzt eigentlich hier lang. Warum lasst ihr mich denn nicht? So. Oder also, gehen wir mal zum Flugzeugheck hier. Was war das hier? Ein Koffer oder was? Ich möchte hier mal mit runtergerissen werden hier. Also komm, geht es vielleicht? Ja, nö. Weiter komme ich nicht hin. Nö, also ja, es wäre auch sehr gefährlich da hier, weil hier gibt es dann Soak sozusagen unten hier. Ja, gut. Hier nochmal das ganze Inferno. Und was haben wir hier? Ein Leuchtturm im Nirgendwo sozusagen. Hm. Ja, gut. Gehen wir mal auf den Leuchtturm. Ja, jetzt kann ich die Gelegenheit auch noch nutzen zu sagen, dass ich hier eigentlich vorhabe, die komplette Trilogie zu spielen. Also bis BioShock Infinite. Gut, ich weiß halt, sag mal, heißt es jetzt BioShock oder BioShock oder keine Ahnung. Je nachdem, wie ihr es aussprechen möchtet. Aber ich denke mal, BioShock ist das Beste zu sagen. So, hallo? Ey, lass mich hier raus. Oh, wer ist denn das? No gods or kings, only man. Mhm. Was? Parasite asks. Hä? Okay. Was ist das hier? Ah, springen können wir auch. Ah, da unten ist irgendein Objekt. Eine Zeitkapsel oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. So richtig. Kennen irgendwas? Okay, ah ja, schönes Gemälde oder Wandverzierung hier. Gewählt ist sicher nicht. Ja, anscheinend hat man uns erwartet. Wir gehen so langsam die Lichter an. Okay. Jetzt kommen wir hier näher an diese Kugel. Jetzt haben wir hier Arts, also Kunst. Dann haben wir hier Industry. Was haben wir denn hier noch? Science. Was ist das hier? Ja, okay. Ja, was das noch heißt, wird wahrscheinlich demnächst hören, was es ist. Ja, ich liebe die Musik. Also, ich schaue mir ja auch, trotz dass ich das Spiel kenne, hier aber nochmal alles genau an. Weil es ist ja auch hier die Remastered-Version. Also, es ist nichts anders wie beim alten Spiel, außer dass eben die Grafik nochmal ein bisschen aufgebohrt worden ist und so. Und ja, dann gehen wir mal in diese Zeitkapsel rein oder was auch immer das hier sein soll. So. Ein Tauchkugelhebel. Radioservice. Ja, das ist zwar schön, aber können wir dich mal ein wenig leiser drehen? Nee, machen wir nicht. So. Dann geht's mal hinab. Ja, Blubberblasen. Das hier für Mosaik. 10 Fathoms. Was sind Fathoms? Sind das Fuß oder irgendwelche komischen Meter? 18 Fathoms. Ey, nimm das runter, ich übersehen. Fire at your fingertips. Was? Incinerate Plasmids by Ryan Industries. Ich bin Andrew Ryan. Und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Ha. Also R für Rapture. Eine Stadt im
der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Atlas, und wer ist der andere Typ? Also man erwartet uns schon. Willkommen in Rapture. Ja, benutze, um die Waffe abzufeuern oder Plasmid zu verwenden. Speichervorgang läuft, den PC nicht abstellen. Klar, das mache ich immer. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Oha. Ich bin nicht hier. Ist das jemand Neues? Nein. Nee, hier ist niemand drin, also geh wieder. Nein. Muss das denn sein? Okay. Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Aha, sie ist weg. Was? Funkgerät? Ach, das ist ein Funkgerät. Ich hab gedacht, das wäre ein Radio. Okay. Ist aber ein riesiges Funkgerät. Das ist ja der Dreck, was ich da. Nimm das Funkgerät. Der Splicer ist immer noch da draußen. Ja, jetzt hetz mich doch nicht. Ich bin jetzt erstmal schockiert gewesen von diesem Viech da. Und ja, es hat hier einfach den Mann hier umgenietet und ja. Ja, also benutzen. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Wie? Bin ich jetzt atme zu weit tief irgendwie? Durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Ja, okay. Ich weiß doch nicht mal, wer du bist. Wer singt hier? The Great Chain is guided by our hand. Aha. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ja, ich will jemand aus dem Versteck locken. Können wir da nochmal drüber reden? Ja. Rapture is dead, okay. Nee. Wieder Chamber. Was ist denn das? Okay, drücken wir mal M. Sollte es passieren, dass dich einer der Feindseligenbewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Wiedercamper, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch mindestens eine kleine Menge Eve. Wiedercampers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Okay, Eve. Ich werde wahrscheinlich noch erfahren, was das ist. So, zurück. Hallo? Was ist das? Okay. Da kann man hier einiges nachher anscheinend noch angucken.
So, wir werden jetzt natürlich nach und nach. Was? Registered, Victoria. Aha. Da liegt Kofferraum. Und dann hier noch Bistro. Mhm. Finley. Ja, ja, danke, du machst mir Angst. Kommt das aus dem Lautsprecher raus? We are not your property. Let it end. Let us ascend. Ryan doesn't own us. Ich schenke dir einen Sarg. Ist aber nett, aber ich brauche keinen. Danke. Können wir da nochmal irgendwie drüber reden? Attention, all Betty Sphere Travel is now denied. Also jeder Tauchkugelfahrt ist nicht mehr erlaubt. Und anscheinend hat es hier eine Revolte gegeben hier. Eine Demonstration. Ich möchte gar nicht oben rein. Naja, aber ich kann hier nicht ewig bleiben. Ich muss. Oh, es ist finster. Rapture Transit Schedules, alles cancelled. Aha, ganz blöd. So, was haben wir hier? Also, Ryan tut uns nicht besitzen. Oh oh. Ja, ich gehe ins Dunkel, aber das ist nicht gerade das Beste, würde ich mal sagen. Aha. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammte Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Leertaste im Spring, warum? Ach, da liegt was im Weg. Eine Rohrzange oder sowas ähnliches. Ja, du bist lustig, hä? Wo finde ich denn jetzt hier eine Rohrzange? Ja, nee, ich will nicht springen. Ja. Ein heller Schein. Schraubenschlüssel. Ja, was ist das? Trick, um zu schwingen, fügt einen geringen Schlagschaden zu, fügt zu, wenn das Ziel vor Elektrizität betäubt wird. Okay. Ein Schraubenschlüssel. Aufheben. So. Drücke, um deine Rohrzange zu schwingen. Hui, hui, hui. Hallo, Kamera. Guck, guck. So. Ja, wir haben einen Schraubenschlüssel. Wer hat hier so einen schlimmen Husten? Das sollten sie mal behandeln lassen. Zerstört die Trümmer, die die Tür blockieren. Okay. Okay, das sind keine Trümmer. Na, also so. Die Armen werden die Tür einrennen. Ich leg schon mal die Präse raus. Okay. Ja, wo soll ich denn da... Hä? Ach, da! Verdammt nochmal. Sagt es doch, welche Trümmer. Okay. So, dann ducken. Alte Scheiße! Seid ihr nicht mal ganz dicht? Aha. Nicht so verzweifelt. Ich bin rechter Arschloch! Hallöchen. Au! Ich glaub's hackt. Tagesschleißer untersuchen. Aha. Kartoffelchips. Pep-Riegel. Was ist das? Ein lecker pepriges Schild, kleinen Teil deiner Gesundheit und deines Ichs wieder her. Alle Nahrungsmittelgeränke werden auch verzehrt, sobald er aufgehoben wird. Ah ja, man kann sie also nicht sammeln. Die Chips habe ich weggedrückt. Eine Tüte leckere Kartoffelchips, die wird dann deinen Gesundheitsschub verleihen. Wie alle Nahrungsmittelgeränke werden auch diese Chips verzehrt, sobald sie aufgehoben werden. Okay. Ja, die kleine Hilfsfunktion. Snacks und Medikamente. Aha. Hinweise. Forschung, oh Gott. Das will ich euch jetzt alles mal nicht vorlesen. Also Pep-Riegel. Ja, ich habe noch
Ah doch, ich hab schon eine Gesundheitsanzeige. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch keine. Was ist denn das hier? Pneumo? Oder ist das der Robo-Bodensauger, ja? Oder keine Ahnung. Naja, da sind wir rausgekommen aus der Rapture-Metro. Was ist das? Mülleimer durchsuchen? Kartoffelchips. Noch mehr Kartoffelchips. Okay. Türsteuerung, die scheint mir leicht kaputt zu sein, aber ich möchte erstmal da oben hochgehen. Was? Rapture? Now? Nee, November 5. 1946. One Man's Vision, Mankind's Salvation. Aha. Ham! Ach, das geht sogar, das habe ich noch nie probiert gehabt. So, Licht aus, genau. Ja, ich möchte es dunkel haben. So, Plasmids. Open. Aha. Was ist das hier? Ach, Mülleimer. Ja, natürlich, das mache ich immer so in der Eve-Spritze, okay. Ich durchsuche immer Mülleimer, weil da könnte ja noch was Wertvolles drin sein. So. Elektrobolt. Was ist denn das? Plasmide verändert deine Gene und verleihen diverse Kräfte. Beziehungsweise du kannst Kreaturen und Objekte in Brand stecken. Sicherheitssysteme veranlassen, deine Feinde anzugreifen und deine Gegner mit Elektroschocks zu malträtieren. Und vieles mehr. Rufe den Plasmid-Modus auf, indem du drückst und dann das drückst, um deine derzeit aktive Kraft anzuwenden. Du kannst deine aktive Kraft ändern, indem du ums drückst und mit der Maus eine Kraft auswählst, wahrscheinlich umschalt. Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Plasmide erhöhen, indem du ein Getter's Garden heißt es, Plasmid-Slot kaufst. Ah ja. Alle Plasmide benötigen Eve. Jedes Mal, wenn du Plasmide verwendest, wird die blaue Eve-Leiste ein Stück kürzer. Ah, jetzt wissen wir auch schon, was es Eve ist. So. Behälter. Ja, Behälter. Kurzum, Behälter, ja, weiß wohl jeder. Ja, kann man halt durchsuchen, da sind Sachen drin. So, ganz kurz und knapp das erklärt, dann nehmen wir mal den Elektropol. So, oh. Jetzt hier tun wir. Hä, warum habe ich hier Ketten an den Ärmel? Oh. Jawohl, Drogen sind immer gut. Der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Okay. Splice, oder was? Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das unterbauen, Quächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Hallo? Nein, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Ja. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Ja, wenn du meinst, ich stehe eigentlich nicht so auf Drogen. Beim ersten Mal hier und so. Will einmal das leer. Ich möchte aber trotzdem nochmal da hochgucken. Fliegen wir da einfach mal über die Reling drüber, also echt. Ah ja.
Das haben wir jetzt hier aus und diese Mädchen. Also ich muss den Dinger kurz schließen. Moment, ich gucke hier nochmal gleich hier. Okay. So. Ja, ich nehme das Zeug immer alles mit, aber ich kann das ja nicht, ich will es ja gleich konsumieren, das ist das Problem. Ich muss einfach. Hatte ich das nicht gerade kaputt geschlagen? So, Öl. Ich mach doch gleich. Jetzt lass mich doch mal hier noch ein bisschen rumgucken. Pneumo. Pneumo Bodensauger, oder was? Türsteuerung? Ja, okay. Warte mal, nochmal hier rausgucken, ein bisschen so. Was? Kaschmir, was heißt es da? Restaurant? Irgend sowas? Keine Ahnung. Welcome to Rapture Opportunity Awards. Ne, Awaits. Kann man manchmal ganz schlecht lesen. Securis. Jo. Da haben wir ein Bistro. Naja, ich würde mal sagen, jetzt mal so der erste Eindruck hier von Bioshock hier. Wirklich, eigentlich wirklich genial, doch. Wir haben jetzt schon mal einen Blitzbolt und wie man dann hier durch die Tür damit kommt, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.